habe jetzt genug geladen. Das sieht mir auch schon wieder so gut bewacht aus. Ah, der Gouverneurspalast ist allerdings direkt am... Ah, ich habe aber eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Gouverneurspalast ist ziemlich nah am Wasser. Soldaten haben sie zwar auch, aber auch wieder so eine kleine Stadt. Schnuckelig irgendwie. Schnuckelig. Gefällt mir. Was ist unser Hauptschiff? Zorro. Ne, Zora. Zora. Komm her, Zora, wir machen die fertig. Wir haben Schiffsunterstützung. Wir speichern nochmal. Ich hab so wenig Leute für alle Kanonen! Du hast wenig Leute, aber nicht zu wenig. Übrigens, das Flotte-Brig-Problem, was ich angesprochen hatte, dass die da irgendwie vertauscht sind, hat sich geklärt. Wikipedia hilft. Eine Brig ist ein zweimastiges Schiff und eine Flotte ist ein dreimastiges Schiff. Das bedeutet, in der Anleitung ist es einfach falsch abgedruckt. Im Spiel stimmt's. Also die Anleitung hat definitiv einen Druckfehler. Hoffentlich kommen die dann auch alle hierher. Wenn es da explodiert, dann schießt man mit dem Schiff rein. Also so geht's ja nicht, ne? Sie kommen, die schießen eine Kanone aufs Schiff und sagen... Warum ist die Munition wieder komplett in dem Schiff drin? Okay. Wir werden angegriffen! Boom, Junge. Haben die noch einen Kanonenturm? Ich habe keinen gesehen. Wir sollen die Taverne ganz lassen, obwohl... Weil wir die Taverne ganz lassen, dann... Die Taverne ganz lassen. Ah, wir schleifen alles. Wir haben es ausgemacht, wir schleifen alles. Ja, lockt sie zum Hafen. Lockt sie alle zum Hafen. Granatentyp ist mal ein bisschen Angst, aber ansonsten alles gut. Kriegen wir. Hoppala. Hey, hier hin. Dahin sollst du schießen. Ah. Ein Signalturm angezündet. Eieiei. Hier hin. Hier hin schießen. Feuer frei. Da kommt alle hingelaufen. Natürlich bestimmt viel besser für euch. Die Nachleitzeiten sind schon brutal. Und so langsam könnte die Kanone mal wieder ready sein. Munition haben wir genug, also. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Hinten sind noch ein paar Grenadiere. Wenn wir die hier noch weghauen, die jetzt da unten rumstehen. Die Moral schon gut gebrochen. Aber so mit der Maus kann ich gar nicht auslösen, dass er da hinschießen soll irgendwie. Schießen, hallo. Muss mir eine Leertaste machen. Dann schießt er auch irgendwie so hin, wo er gerade will. Treffer versenkt. Alle Neune. Oder mehr. Wir haben 30 Leute und wir können die komplett mit Musketen bewaffnen. Wir müssen nur den Strand hier hoch. Dann sind wir quasi in einem Gouverneurspalast. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Klar machen zum Ankern. Und dann wird geplündert. Guck mal, wir haben die Stadt angegriffen, können trotzdem noch. Wir können noch im Hafen anlegen. 37 sogar. Ja. So, mit zwei Musketen, so rechts, links, bam, bam. Schickt einen Offizier mit. Wer ist gut für Landgänge? Ich glaube, hier Führung ist gut für Landgänge. Das sind auch die alten Offiziere hier.
Ja, das sieht gut aus. Auf geht's. Was macht der denn da? Ich wissen? Nee. Entschuldigung. Wir verschleppen dich aufs Schiff, wir brauchen Leute. Ja, hast du nicht gedacht, ne? Ja. Ein neuer kämpfender Mann. Bup. Gut, den können wir erst später dann drängen. Aber dann richtig. Dann wird er ja richtig gedrängt. Jo, was willst du? Aber wir können Leute gebrauchen, ne? Tun sie nicht. Falls bei uns jetzt jemand drauf geht im Kampf, das kann schon mal passieren. Nein, nein, er ist jetzt ein zurück. Nee, nee. Zurück. Ja, ein bisschen die Küstenlinie beschießen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Wir haben den Gouverneurspalast wahrscheinlich, bevor die Grenadiere was mit. Obwohl, wenn wir schießen, kriegen die es mit. Egal. Egal. Auf geht's. Auf geht's, das wollt ihr da unten eigentlich. Da hängt sogar. Ah, da hätten wir bestimmt drin. Also, die hätten uns bestimmt auch dahin gehängt. Da, wo unsere Kameraden hängen. Auf sie mit Gebrüll. Töten. Wir machen keine Gefangenen. Außer die, die wir zum Kämpfen gebrauchen können. Ihr hängt Piraten bei euch in der Stadt auf, dann hängen wir euch in der Stadt auf. Ja, hier. Seht euch dieses Schandmal an. Da haben die nicht anders gewollt. War eine kleine Bank. Eine große Bank wäre mir lieber gewesen. Tut mir leid, wir sind so weit vom Schiff weg. Da kann ich nicht mehr hinbringen. Ergebt euch oder sterbt. Jetzt wäre so ein Sichtwechsel ganz gut. Die Adligen können auch sehr gut kämpfen, also die sind im Säbelkampf. Den Piraten meistens über. Hab ich gesagt, sollte. Da ist ja gar nichts drin. Das nennt sich Bank. 20 Pesos. Erklären Timmy sein Sparkonto. Oder ihr sollt die. Jetzt die hier, hopp. Ah ja, so hinter der Palme, ne? Das ist gar nicht mal so. Die kommen aus der Kirche raus, die Adligen. Angeblich kosten Musketen auch Munition, deswegen habe ich davon noch nichts gemerkt. Er wird anscheinend beim Landgang direkt mitgegeben. Idee einmal, ich will nicht, dass ich gleich bei einem Palastplünder, dass mir hier die Leute im Weg stehen. Deswegen schicke ich auch nur einen kleinen Trupp rein. So, ihr da. Hopp. Der Gouverneur hat mehr in seinem Haus als in der gesamten Bank. Ja, Leute. Aua. Aua. Ja, jetzt ergeben, weißt du? Erst meinen Typen fast töten. Ja, eben. So sieht's nämlich aus. Ich hab noch nichts mitgekriegt. Alles gut. Jetzt gehört uns der Gouverneurspalast! Gouverneurspalast eingenommen. Darf ich jetzt nicht aufgeben. Ich reiß das Ding nieder, wenn es sein muss. Und dann können wir draußen noch ein paar Zivilisten. Ihr wisst schon. Das, was gegen die Genfer Konvention verstößt. Das sind Kriegsgefangene. Zumindest sind keine Kriegsgefangenen, wa? Es gibt sogar auch Mönche, aber ich habe noch keinen einzigen. Also, ich habe schon Mönche im Spiel gesehen. Aber jetzt so haben wir, glaube ich, noch gar keinen Mönch gesehen. Oder die Kirche auch nicht. Also, ich reiße euch auch die Kirche ein, ne? Wenn ihr jetzt nicht. Seid brav und ergibt euch. Da steht noch einer. Naja, komm, einer. So, weg von dem Ding, weil wenn es explodiert, kriegen die Leute, die drumherum stehen, Schaden. Da kommen sie alle rausgestürmt.
Auf geht's, Leute. Alle weg da. Aber da waren richtig viele drin. Leck das Ding in Brand. Ist jetzt einer reingelatscht. Ihr habt Musketen. Und jeder weiß, wenn man mit Musketen auf Sachen schießt, dann fangen die an zu brennen. Wie soll das Ding anstücken? Man muss jetzt wirklich einen Offizier reinschicken, weil der einzige Typ mit Säbel ist. Ja, erzählt euch nachher was auf dem Schiff. Jetzt zündet das Ding an, sonst habt ihr auch bedauernswerte Unfälle. Anzünden. Komm. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Komm. Du bist Profi. Das sehe ich. Du bist ein Profi. Also, manchmal, ne? Da denkt man sich auch so seinen Teil. Kann ich nicht? Ich kann doch. Jetzt können wir hier mal die Kniffse und Tricks raus. Hä, hey, wo sind die jetzt? Die sind einfach rumgelaufen. Die Kniffe und Tricks. Haha, wir haben die Waffe weggesteckt und jetzt wird gezündelt. Ihr seht das auch, oder? Der steckt den Säbel weg. Also, er steckt seine Muskete weg, holt den Säbel raus. Oh, 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 oh. Und fängt dann an mit dem Säbel. Alle gefangen nehmen, alle gefangen nehmen. Ah. Tötet den, der hat eine Granate. Moment, wenn wir den jetzt... Gott sei Dank, explodiert er nicht. Ich dachte, er könnte explodieren, wenn wir den jetzt töten. Wir haben das Gebäude zerstört! Die geben nicht auf, obwohl wir den gewonnen... Die haben den Typ mit der Granate gekillt und er hat die Granate fallen lassen und deswegen... Okay. Wir haben den scheiß Kommandospalast zerstört und die geben nicht auf. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Junge, Junge, Junge. Ich will jetzt nicht noch mehr Leute verlieren. Oder wir holen uns die Leute. Wir holen die. Wir nehmen die alle mit. Falls wir hier gehen müssen, dann nehmen wir die alle mit. Wenn wir hier gehen müssen, ohne dass wir die Stadt einnehmen können, dann holen wir uns alle Leute, die wir kriegen können. Wir nehmen die alle mit. Scheiße. Sie merken so lange, dass sie gar nicht mehr in der Unterzahl sind. Packt die ein, Leute. Packt die ein. Ding einpacken. Hier einpacken. Wir nehmen euch alle mit. Wir kommen wieder. Wir reißen die Stadt nieder. Mit oder ohne euch. Wir in Verhandlungen. Okay, sind sie immerhin zu Verhandlungen bereit? Mhm. Aha, das ist ja echt. Nein! Töte ihn, nimm ihn gefangen. Okay. Rennt da nicht so rum. Wir bringen euch jetzt auf mein Schiff. Wir haben jetzt auf 50% schon heute. Aber wenn die Marina da halt sie selbst opfern. Als nächstes ist die Kirche dran. Umso mehr Moral man bricht, umso besser. Scheint aber der Gouverneur nicht sonderlich beliebt. Hat die Moral auch nicht sehr gebrochen. Ja, dich brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir nehmen dich auch mit, so ist ja nicht, ne? Gleichberechtigung. Das Mädel kommt auch mit. Mit einer Piratin. Dürfen wir gar nicht, die müssen wir zurückgeben. Nicht gemein. Leute, bringt die Leute zurück aufs Boot. Wir haben die halbe Stadt abgeführt gerade. Was will der denn jetzt? Da kommen noch welche hinterher. Ja, du kommst auch mit. Und du auch. Egal. So. Eieieiei. Schafft die Leute aufs Boot. Der kann auch so Sachen zusammenrufen, ne? Und sowas.
Sammlung. Gruppenaufstellung, okay. Die halbe Stadt ist leer. Da unten sind noch ein paar Adlige und da drüben. Sehr viele Adlige. Leute aufs Boot mitnehmen, dann geben sie auf. Die gehören uns. Wir brauchen die. Die gehen halt beim nächsten Landgang drauf. Lösegeld? Ja, Lösegeld. So. Statt blühende Aktien, 1000 Pesos. Das freut mich doch. Und wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Das hier bringt übrigens auch Infamie, habe ich gesehen. Also hier gnädig. Boop. Oh. Ich wollte es so der Reihe nach durchzeigen, aber die Gouverneur anscheinend. Besetzen. Wir nehmen natürlich den größten Lappen, den wir haben. Der sieht sehr lappig aus. Der sieht aber noch lappiger aus, weil der hier. Wir brauchen loyale Leute. Wir brauchen loyale. Jo, dann nehmen wir den mal. Können wir noch zerstören? Ja. Nein, wir können nicht mehr zerstören. Ist egal. Ist egal. Wir haben die Stadt jetzt nicht zerstört. Wir brauchen auch ein paar Häfen, die wir anlaufen können. Die wirklich noch eine Taverne oder sowas haben, damit wir Leute rekrutieren können. Also nächstes Mal erst zerstören und dann die Gouverneur einsetzen. Aber ist nicht schlimm, wir brauchen eh mal einen sicheren Hafen. Auf geht's. Ihr liebt uns einfach. Ah ja. Speichern. Wir sollten das Schiff hier zur Reparatur auf Kiel legen. Das Schiff hat eine Kugel abgekriegt. Eine. Geh mir nicht auf den Keks, Junge. Und sehen wir da hier. Oh, 60. Oh, so ist das. So ist das schon. Was ist denn mit dem hier los? Darf ich bei euch mitmachen? Ich kann zwar nicht an Land kämpfen. Ich hasse euch eigentlich. Und ein Schiffssegel kann ich auch nicht. Aber ich kann gut rennen. Und ich habe schon mal eine Kanone gesehen. Ja. Schon ein bisschen teurer, aber ist wurscht. Haben schon alles eingepackt hier. Sehr schön. 30.000. Ach, wir haben nochmal Geld geplündert aus dem Gouverneurspalast. Die haben wir auch schon zum Schiff gebracht. Man kann es ja auch direkt so. Ja. Eben. Dann werden wir jetzt mal einen Gouverneur kaufen. Ich freue mich, euch wiederzusehen, mein alter Schiffskamerad. Ja, und wir sprechen jetzt mal. Freund. Lasst uns einen Blutschwur tun, dass wir ein Leben lang Brüder sein werden. Der Gouverneur erklärt ihnen einen teuflischen Plan. Seit einiger Zeit überfällt eine Flotte unter Nathaniel Hookey eine Stadt. Wir überfallen deine Stadt, sonst niemand. Merkt ihr das? Derzeit sucht er nach neuen Leuten im Hafen von Eleutera. Der Gouverneur möchte, dass sie mit ihren Leuten dorthin gehen und Hookey gefangen nehmen und ihn hierher bringen, wo er sein Verbrechen gehängt werden soll. Falls sie diese heroische Tat ausführen, erhalten sie bei ihrer Rückkehr 3.500 Pesos. Ich würde sagen, das machen wir. Das machen wir. Wir machen jetzt mal eine Quest. Das machen wir. Die Winde mögen euch günstig werden. Die Belohnung ist gar nicht mal so scheiße. Und wir müssen eh irgendwo unser Zeug verkaufen und in den Eleutera mögen sie uns auch. Problem ist, ob wir Eleutera dann einnehmen müssen, weil wir vielleicht nicht mehr aus dem Screen rauskommen. Wir probieren's. Ach du Scheiße, das passt doch nie im Leben auf die Flotte. Was haben die 8 Marinier da? Ich brauche die alle auf einem Schiff zum Entern. Obwohl, komm, die 3 dürft ihr haben, damit ihr nicht ganz so unfähig seid. So, und das ändert jetzt auch nochmal hier. Ich will nicht, dass mein Schiff in die Luft fliegt. Die Granaten dürft ihr auch mitnehmen. Hier, die Pistolen dürft ihr auch mitnehmen. Und die Musketen, die sind auch für euch ganz alleine. 24 Tonnen Luxusgüter. Wir sind reich, wenn wir sie irgendwo verkaufen könnten. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Nahrung. Nahrung haben wir genug. Rum ist immer gut. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Was bringt denn noch viel Geld? Kakao bringt viel Geld. Den Rest lassen wir halt zurück. Passiert halt. Bauholz.
Vieh, dann freuen sich die Leute. Und ein paar Früchte, damit es denen gut geht. Die dürfen jetzt ruhig mal schlemmen. Gut, den Rest packen wir voll mit Nahrung. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen jetzt nämlich nach oben gegen den Wind. Eigentlich wollten wir mal. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle folgen, Sir. Ja, wunderbar. Guck mal, eigentlich gerade her. Und fahren nach oben. Ich will jetzt mal sehen, wie so eine Quest funktioniert. Ich glaube, auch nie in meinem Leben habe ich eine Quest da gemacht. Zumindest nicht wissentlich. Und dann fahren wir wieder runter. Sofort, Sir! Wir könnten auch mal ein Schiff wieder überfallen unterwegs. Der liegt im Hafen, er wird im Hafen ein Schiff überfallen. Also von daher. Können wir auch nochmal Leute mitnehmen da oben, werden bestimmt wieder mittlerweile neu sein. Es ist schon fast ein Monat her, dass wir da waren. Sogar länger wahrscheinlich. Land in Sicht! So, jetzt wird's knifflig. Moment, sind keine anderen Flotten im Hafen. Ich dachte, die wären im Hafen. Aber Sinn der Sache. Willkommen in unserer bescheidenen Stadt. Ich tue alles, was ihr wollt. Oh, der Gouverneur schreibt einen Brief und unterzeichnet ihn mit seinem eigenen Namen. Solange sie im Besitz dieses Briefes sind, bekommen sie eine freundliche Reaktion von das Volk von Aruba. Nach Aruba wollten wir auch sowieso. Der Träger dieses Briefes ist ein vertrauenswürdiger Captain und Gentleman. Sie sollten ihm jede Hilfe und Unterstützung gewähren, die in ihrer Macht steht. Gott sei der Krone gnädig. Obwohl er keine Krone dient, aber... Ich fürchte, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Leb wohl! Dich überfalle ich nicht, du gefällst mir. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Wo ist der da jetzt? Das ist der! Ach, wie geil! Ach, wie geil! Wir müssen jetzt Eleutera angreifen, wirklich? Warum ist mein Schiff so am Arsch, dass ich keine Kanonendecks mehr bedienen kann? Kann man das mal jemandem verraten? Entschuldigung. Vielleicht sollten... Ach du Scheiße, was habt ihr denn auf der Fahrt gemacht? Ach du heilige Scheiße. Ja, reparier das bitte mal komplett. Mit anderen bitte auch komplett. Jawohl, ich warte auch so lange. Und dann schnappen wir es den Typen. Ja, und wie überfalle ich jetzt? Ich habe gerade gesagt, ich überfalle die Stadt. Wie überfalle ich die Stadt denn jetzt? Ohne die anderen Leute anzugreifen. Aber das will ich jetzt mal sehen. Okay. Wir könnten uns mal Sachen verkaufen. Aber wenn wir sie eh plündern. Ich will die Stadt nicht überfallen. Dass es ein guter Preis war, bin ich mir nicht so sicher. Aber immerhin ist ein bisschen Zeug losgeworden. Jawohl. Ich hab so wenig Leute für alle Kanonen! Ja, können wir nochmal dahin, bitte? Danke, ich möchte gerne nach Eleutera. Jetzt sind wir auch wirklich nah dran. Und das sind alles Offiziere, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist wieder richtig spaßig. 65 bis an die Zähne bewaffneten Leute. Wird die Stadt nicht überfallen? Hier, du hast das super gemacht letztes Mal. Ach, ist das dieses... Ach. So, Leute, stellt euch mal auf einen langen Marsch ein. Wir müssen jetzt hier einmal komplett hier außen rum. Und dann sind wir hier. Haben die da jemanden gefangen? Tatsächlich. Wir haben da ist Hoki. Krass. Ja, wir müssen gar nicht so ganz außen rum, so halb außen rum. Und die sind alle feindlich. Super. Wir müssen jetzt die ganze Stadt in Schutt und Asche. Wir müssen jetzt die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Das sind alles Offiziere. Ach du Scheiße, ich glaube, das wird nicht gut für uns enden. Wollte ich 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vergesst es immer.
Ich hab so wenig Leute für alle Kanonen. Ja, nächstes Mal kriegst du gar keine Leute. Meine Güte. Wenn mein Schiff jetzt wieder repariert. Ich will dir gar nichts tun. Ich will dir halt wirklich nichts tun. Ich war's nicht. Der ist gestolpert. In die Muskete rein. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich dachte, jetzt liegt ein Schiff im Hafen und wir machen das Schiffchen platt. Der hat fast so viele Offiziere wie ich Leute. Ja, dann muss ich Stadt wohl doch einnehmen. Naja, ich habe einen Freibrief bekommen. Oder nehme ich die mit? Packe ich mir die ein? Ich glaube, ich packe mir die ein. Jeder, kleine Gruppe. Was ist denn jetzt, in die Stadt kapituliert, bevor ich hier mit meiner Quest fertig bin? Ja, warum haben das jetzt unterschiedliche Leute, die... Ich frag nicht. Ich wollte eigentlich, dass die kleine Gruppe die Leute gefangen nimmt. Ja, renn weg. Wie schnell die plötzlich laufen können. Ey, wenn meine Leute mal so schnell laufen könnten, ne, da wäre ich auch glücklich. Noch ein bisschen. Tatsächlich ja so ganz alleine. Hier sieben Mann sind gut. Die nehmen wir noch mit. Wieder dahin. Wieder dahin. Haben wir immer noch eine Geisel. Und die? Ja, die kommt freiwillig zurückgerannt. Ich glaube, das sollte so Flucht sein, aber so. Sie wollte dann doch nicht gehen. Ich meine, bei uns ist es auch viel cooler als hier in der Stadt. Was will man machen? Das wird ein Gemetzel. Wir hätten eine Kanone mitbringen sollen. Wir sollen den gefangen nehmen, ne? Wir sollen den nicht umbringen. Wir hätten keine Kanone mitnehmen sollen. Tut mir leid, du kommst zu spät. Da packt er wieder den Musketensäbel aus. Immer noch kein Mönch. Ich will mal einen Mönch zeigen. Bank. Und die machen wir noch schön brav mit. Wird das doch schön. Sorry, Leute. Ich habe ja auch irgendwo einen Ruf zu verlieren. Verspreche auch, ich werde diese Stadt nicht in Schutt und Asche legen. Wir brauchen diese Stadt. Ach du Scheiße, ey, was ist denn da unten los? Lockt sie langsam heran. Die sind auch immer blöd. Die sehen da, oh, das sind 50 Leute, da renne ich mal drauf zu. Bumm, tot. Ach du Scheiße, ach du Kacke, ach du. Geht da hoch. Angriff! Macht sie fertig. Leute, greift die doch an! Ach du Kacke. Das geht nicht gut aus. Offiziere sind total stark. Wir haben ihn! Schnell, Duda, du hast ihn! Weg! Kann ich ihn exekutieren? Da nimmt die auch noch mit. Sie doch noch alle gekriegt, zu halb. So viele Leute haben wir doch gar nicht verloren, ne? So, du da. Will jemand eine Eskorte mitschicken? Da hat jemand diesen meistgesuchten Mann da hier. Jeder lauft dem Mann entgegen. So, einpacken. Weg. Wollen wir auch nerven, ne? Ja, okay, jetzt nicht mehr. Hoch da. So, und sobald die das gemacht haben, nehmen wir die Stadt ein. Tut mir leid, ich wollte die Stadt nicht. Warum muss ich denn die Stadt überfallen, die mir sehr freundlich gesinnt ist?
Das ist mit die freundlichste Stadt, in der ich je war. Also, nee. Also, der Gouverneurspalast ist doch da oben, ne? Jo. Ihr könnt dann auch hinterher dackeln. Den da kann ich exekutieren? Ich glaube, dann wäre die Quest gescheitert. Das lassen wir besser mal. Der wird unten in Rio de la Haja gehängt. Falls man das so spricht. Ich kann kein Spanisch. Wir bringen die bitte aufs Schiff, bevor die Stadt kapituliert. Aber ich fand das krass. Also ich habe noch nie eine Quest so gemacht. Nicht wissentlich, wie gesagt. Ja, ihr habt den nicht kommen lassen. Den kriegen wir später. Erst killen, dann... Oh ne, wir wollten die Stadt nicht besetzen. Doch, wir wollten die Stadt besetzen, aber nicht killen. So. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja. Warten, bis alle weggelatscht sind und dann draufhauen. Nicht zurück zum Schiff, oder zum Schiff bringen. Ey, die sind nicht mehr Shanghai, die Leute, die wir haben. Haben sie uns freiwillig angeschlossen, oder was? Also, wir werden die Stadt einnehmen und nicht zerstören, weil wir brauchen Häfen. Gerade wenn wir jetzt so weitermachen mit der Infamie. Wir werden nicht weniger verhaftet, wir werden eher mehr verhaftet. Aber mehr als immer verhaftet geht ja nicht. Aber, naja. Obwohl es ein harter Kampf wird, gelingt es ihnen, ihren Männern Hook, wie Captain Hook oder Hooky gefangen zu nehmen und ihn in Eisen zu legen. Kehren sie nach Rio de la Haja zurück, um ihre Belohnung abzuholen. Ja, und jetzt haben wir nämlich folgendes Problem, unsere Leute sind noch hier. Die können wir jetzt abziehen und dann hasst uns die Stadt, weil wir die Stadt überfallen haben. Achso, ja, keine Gefangenen. Tut mir leid. Entschuldigung. Wir holen uns den Gouverneurspalast. Der hatte so schon Angst vor uns. Der hatte Angst vor uns und wir waren gnädig und haben gesagt, ja, du hast alles so schön gemacht, du hast uns so gut unterstützt. Dass wir dich in Ruhe lassen. Und dann kommen wir wieder, weil hier irgend so ein Hansel rumsteht, den wir gefangen nehmen müssen. Und müssen jetzt die Stadt mit. Also wir müssen die jetzt. Wir könnten jetzt auch wegfahren, aber dann würden die uns natürlich hassen. Wir haben in der Stadt Leute umgebracht. Ich meine, das finden die normalerweise nicht so dolle. Sieht aus wie Gouverneur, hä? Bein da. Wir haben ein Waffenversteck gefunden. Jetzt gehört uns der Gouverneurspalast. Aufgeben, bitte. Hallo Stadt, bitte aufgeben oder wir werden die Zivilbevölkerung unsere Musketen zeigen. So, jetzt machen wir den alten guten Trick. Alle weg da. Ihr da, Feuer. So, die wissen, wie es geht. Gut, der steht nur voll rum, aber oh, weg da. Weg. Ich mach doch mal so. Ich fange schon mal an. Baut später ein bisschen Arbeit irgendwie. Wir haben das Gebäude zerstört! Warum geben die nicht auf? Kann das sein, dass sie wegen der Quest nicht aufgeben? Das wäre doch sehr unvorteilhaft. Wenn die jetzt wegen der Quest nicht aufgeben. Jetzt mal ohne Witz. Also, das wäre echt kacke, wenn die nicht aufgeben, weil wir eine Quest hatten. Dann zerstören wir jetzt die ganze Stadt und dann fahren wir wieder weg. Ohne, dass die Stadt aufgegeben hat. Anzünden. Weg. Okay, wir nehmen die Gefangenen nochmal mit aufs Schiff, damit wir dann Druckmittel haben. Ja, die Schweine. Dann geben die Schweine rein. Jetzt was zu holen. Dann zünden wir. Die wissen schon, bevor sie drin waren, dass er gar nicht drin ist. Das ist ein Hellseher. Okay, dann sammelt mal die Leute, die abgeführt werden sollen, da drüben.
Also die auch noch mitnehmen, ne? Auch darüber. Ey, du da, darüber. Wenn ich nehme, wenigstens jedes bisschen Geld mit, was wir finden können. Gut, halt mal ein bisschen mehr auf. So ist sie mit dem roten Ring zu treffen. Jawohl. Jawohl, doch nicht. So früh gefreut. Enten ist er dabei. Ah. Gut, der andere geht als Eskorte mit. Jeder. Bank plündern. Jeder, gut, sind 5 Stück, die würden noch gegen Adligen da ankommen. Bringt die Beute zurück aufs Schiff. Hier, können wir mal gucken. Truppen. Irgendwas. Für Truppen. Ah, okay. Ja, jo, gut, sind Truppen zurückgekommen, trotzdem nicht. Ah, hier unten. Mit Beute, ohne Beute, mit Gefangenen, keine Gefangenen. Was auch immer diese Zahlen heißen. Und deshalb wollte Bargeld. Ihr dürft übrigens weiter hier runterlaufen, ne? Ah, ich habe alle Truppen ausgewählt, wenn ich die Truppen drücke. Ach so. Okay, gut zu wissen. Dann wähle ich alle Truppen aus. Das ist gut, da kann ich alle Truppen zurück zum... kann ich es auch so? Kann ich alle Truppen zurück zum Schiff rufen? Nö. Hier irgendwo alle Truppen zurück zum Schiff rufen? Stimme versagt kurz. Lerinda nimmt das Geld mit. Da ist auch noch so ein kleines Sparkonto drin. Ich weiß nicht, was das da heißt. Keine Ahnung. Raus da. Weg da. Ja, ist nichts mehr drin, ich weiß. Anzünden. Weg. Weg. Keine Gefangenen mehr. Verhandlungsplätze, sie geben bald auf. Eine Tonne Gewürz und 220 Pesos. Bei dem Angebot kann ich ja nur ablehnen. Also Verhandlungen lohnen sich eigentlich in meinen Augen wirklich nur, wenn man eh schon auf dem Rückzug ist und den Kampf nicht mehr gewinnen könnte, weil irgendwie zu viele Soldaten da sind, man zu viele Leute verloren hat durch einen Unfall oder so. Oder die noch eine zu starke Bastion haben, was man zu spät gemerkt hat. Könnte schon vorkommen. Ich hoffe, wenn die Bank explodiert, dass sie dann kapitulieren. Ist auch nicht mal in den Wohnhäusern ist was drin, oder was? Boah, die 11 Groschen da. Das ist Bert, der ist ein bisschen besonders. Der braucht immer etwas länger. Er geht zurück aufs Schiff, wirklich. Feierabend. Die Bank ist immer noch nicht explodiert, okay. Muss ich mir auch keine Sorgen machen. Brandschatzkommando. Aha, diese Bank explodiert und die 803 Pesos. Ich muss die Stadt besetzen, das hassen sie mich. Jetzt kitzel ich den Kavalier noch ein bisschen. Also dafür, dass er so ängstlich war, ne? Und die Infamie noch ein bisschen mehr steigern. Jawohl. Nein, wir wollten nichts. Ich habe die halbe Stadt gerade schon wieder ausradiert. Wir wollten nichts zerstören. Wir wollten die Stadt besetzen. Mit dem, weil der so illoyal ist. Gebäude der Stadt. Ja. Und wir gehen in die Stadt.